Nichts ist für immer. Gar nichts. Ich habe das Gefühl, dass zurzeit die Therapiestunden wirklich gut laufen. Hallo Leute, willkommen zu diesem Vlog. Oh, komm mal hier, meine süße Mausi. Oh. Heute ist Samstag und ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen. Die Fahrt gestern war übel anstrengend. Also wir sind, glaube ich, 7 Stunden Auto und dann noch 1 Stunde Zug gefahren. Und dementsprechend ging es mir gestern Abend auch. Ich hatte Migräne und ich fühle mich auch immer noch nicht so fit. Auf jeden Fall war ich heute bei einem Pole-Workshop. Richtig gut. Die Trainerin war super. Also wirklich, ich habe es super enjoyed. Ich glaube, wir haben 2 Stunden gemacht. Es war auch echt anstrengend, aber auch wirklich, wirklich gut. Und jetzt habe ich riesigen Hunger. Und ich werde mir erstmal was zu essen machen, bevor dieser Tag irgendwie weitergeht. Ich habe gerade gegessen und ich fühle mich halt irgendwie traurig. Deswegen verkrieche ich mich jetzt eine Weile in meinem Bett mit meinem Buch und lese einfach nur. Und hoffe, dass ich mich dann ein bisschen besser fühle. Ich glaube, es ist einfach gerade so dieses vom Urlaub nach Hause gekommen. Ich habe keine Urlaubstage mehr. Ich bin direkt irgendwie wieder so gestresst. Also ich fühle mich schon direkt wieder so gestresst, als ob ich so wenig Zeit für mich hätte. Und ja. Ich bin richtig dick beim Lesen eingeschlafen. Ich glaube, ich habe 2 Stunden oder so geschlafen. Aber mein Körper brauchte das auch ganz dringend. Und wie ihr seht, habe ich mich gerade fertig gemacht. Ich habe mich geschminkt, weil wir gehen heute noch raus. Aber ich gehe nicht feiern oder so, ihr kennt mich. Wir gehen zu dem Festival of Lights, beziehungsweise, falls ihr es nicht kennt, es ist so Lichtinstallierungen in der ganzen Stadt, beziehungsweise an bestimmten Punkten. Vor allem in Berlin-Mitte und das gucken wir uns später an. Ich rede total langsam gerade, merke ich, weil ich so müde noch bin. Ich bin richtig fertig. Ich bin in meinem cozy Hoodie. Aber ich ziehe mich gleich noch um, wenn wir rausgehen. Ich denke, ich werde mich jetzt tatsächlich noch ein bisschen an Videoschnitt setzen. Ich hänge nämlich mega hinterher.
Meine Haut ist so schlecht gerade. What the fuck? Guten Morgen, Leute. Heute ist Sonntag und ich habe mich gerade fertig gemacht zum Yoga. Fürs Yoga. Ich habe heute den späteren, wir haben immer zwei Yogakurse. Einmal um 11 Uhr und einmal um 12.15 Uhr. Ich habe heute den späteren mal genommen und muss jetzt los. Ja, ich bin mal gespannt, weil ich bei dem Kurs, glaube ich, noch nie war bei der Trainerin. Und es ist halt so Flexibilitätskurs mehr oder weniger. Und ich glaube, das kann eigentlich ganz geil sein. Und wenn das gut läuft, dann gehe ich vielleicht die nächsten Wochen auch dahin eher. Ja, aber ich muss jetzt los. Das ist mein Yoga-Outfit. Rosa Sporthose, burgunderfarbener Sport-BH und diese Sportjacke. Und es ist so kalt schon draußen, dass ich meine Winterjacke anziehen werde. Der Herbst ist komplett am Eskalieren. Freshly showered, freshly shaved, freshly eingecremt. Slay. Leute, schaut mal bitte, was für eine süße Switch-Hülle ich mir gekauft habe. Ich fand nämlich die gelben Controller, die ich habe, absolut ugly. Und ich habe zwar diese lilanen Controller. Davon funktioniert der eine aber nicht ganz. Und ich dachte mir, bevor ich mir jetzt für 70 Euro neue Switch-Controller kaufe, kaufe ich mir einfach für 17 Euro eine Hülle, die ich fucking cute finde. Ich habe mir auch noch so, ja, so ein Piece für die Joy-Cons, für die Joysticks bestellt, aber die sind noch nicht angekommen. Aber das ist so cool. Es hat jetzt hier auch irgendwie so mehr Grip und so. Und fühlt sich richtig nice an. Und ich habe richtig Bock auf der Switch zu zocken. Aber ich habe irgendwie nichts, was mich richtig catcht gerade auf der Switch. Es ist voll sad, weil ich habe zum Beispiel Tears of the Kingdom angefangen, aber nicht wirklich weitergespielt. Aber ich bin zurzeit auch nicht so im Grind-Modus. Das Spiel ist halt schon ein bisschen schwieriger. Dann Animal Crossing ist halt nichts zu tun. Es gibt keine Fische, die ich noch fangen muss im Oktober. Im November kann ich wieder Pilze sammeln. Aber bis dahin ist halt noch eine Weile. Und jetzt kommt der Ultra-Fail des Jahres. Ich war im Urlaub letzte Woche und ich hatte übel Bock auf so ein Pferdespiel. Also ihr wisst schon, sowas wie mein Reiterhof, komm, lass uns reiten, keine Ahnung, solche Sachen, ja, wo ich einfach mich um ein Pferd kümmere und irgendwie Wettbewerbe reite oder sowas, ja. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und ich habe mir Horse Tales Emerald Valley gekauft für 40 Euro. Und ich habe das Spiel angefangen und die Grafik ist so beschissen. Es sieht aus, als ob ich auf einem DS spielen würde. Bei Gott. Und das Spielprinzip ist nicht mal geil. Also wenn nur die Grafik scheiße wäre, okay. Aber das Spielprinzip ist irgendwie so weird. Und ich dachte, das wird so übelst geiles Spiel. Das hat mich echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich hätte mir entweder, glaube ich, Horse Club Adventures kaufen sollen. Oh mein Gott, die Serie habe ich geliebt damals. Oder irgendwie halt sowas, einfach was anderes. Keine Ahnung. Aber bald kommt ja hoffentlich Palia auch mal auf die Switch. Also ich spiele ja gerade die Beta immer auf dem PC. Und das Game ist so toll und ich möchte das noch mehr grinden. Und wenn es auf der Switch sein wird, dann werde ich es noch mehr grinden. Und darauf freue ich mich sehr. Und jetzt noch zu einem kleinen Bücher-Update bzw. Kindle-Update. Ich habe jetzt 4 Bücher am Stück auf dem Kindle gelesen. Und zwar habe ich ja angefangen, das habe ich ja schon im letzten Vlog erzählt, nachdem ich kurz in einer kleinen Leseflaute war wegen Eckertar, habe ich The Naturals angefangen. Und ich habe die ersten beiden Teile gelesen und ich bin übel schnell da durchgeflogen. Dann hatte ich aber irgendwie kurzzeitig nicht mehr so Bock auf so Murder Mystery. The Naturals, falls ihr es nicht kennt, ist eine Murder Mystery Reihe. YA, also Young Adult mit dem FBI. Übel spannend. Wirklich richtig, richtig gut. 5 Sterne für mich. Kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall hatte ich dann kurzzeitig Bock, was anderes zu lesen und habe von Anna Huang King of Pride gelesen. Das ist in Kindle Unlimited auch noch. Also ich versuche gerade auch noch so die Kindle Unlimited Bücher alle so ein bisschen durchzuballern. Und ich fand das auch so stark, wirklich. Es war so ein gutes Buch. Also diesen Monat habe ich so einen guten Lesemonat bisher und vor allem auch irgendwie halt richtig gute Bücher und Schnellbücher. Also ich bin richtig hooked und lese richtig schnell. Und nachdem ich King of Pride zu Ende gelesen habe, habe ich dann den dritten Teil von The Naturals gelesen, All In. Und den habe ich
gestern Abend beendet und habe heute dann direkt, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt die Reihe zu Ende lesen, habe ich heute Bad Blood, also den vierten und letzten Teil der Naturals-Reihe angefangen. Ich bin jetzt bei Seite 45, habe heute schon ein bisschen gelesen auf der Fahrt vom Yoga hin und zurück und danach gibt es noch eine Novelle und dann habe ich die Reihe durch. Und dann bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Also ich lese gerade echt gerne auf dem Kindle, aber ich hätte gerne auch mal wieder ein Buch in der Hand, ich bin ehrlich. Ich habe hier noch einen Stapel an Büchern. Was ich gerne noch im Herbst lesen würde, ist einmal Love Wager. Dann würde ich immer noch gerne die Agatha-Reihe zu Ende lesen, beziehungsweise kommen ja noch zwei Bücher wahrscheinlich, aber die nächsten beiden Teile schon mal lesen. Oh mein Gott, das liegt schon richtig lange auf meinem Stapel. Before the Coffee Gets Cold. Und ich glaube, das ist auch so ein richtig schönes Herbstbuch. Es ist halt so Philosophical Fiction. Und es ist wunderschön, das Buch wirklich. Ich hoffe, dass mir das gefällt. Also wirklich, Kindle war die beste Entscheidung. Jetzt, auch wenn ich im Urlaub bin, ne, ich kann einfach entscheiden, was ich lesen will. Ich kann so viel lesen, wie ich will. Ich muss mich nicht irgendwie zusammenreißen, weil ich dann kein Buch mehr habe. Oder gehe in Gefahr, dass ich kein Buch habe. Muss nichts schleppen, weil ich nur dieses Teil hier mitnehmen muss. Ich habe jetzt auch endlich eine Folie drauf. Man sieht es eigentlich nicht, weil ich hatte schon so zwei kleine Kratzer im Display. Und ich war so, fuck, Alter, ich hasse das. Ich hasse es, ich kaufe immer neue Geräte. Und legit, in den ersten ein, zwei Wochen kriege ich es irgendwie hin, Kratzer reinzumachen. Und danach eigentlich nicht mehr. Aber ich wollte jetzt auf Nummer sicher gehen. Okay, meine Lieben, ich war gerade noch baden, weil mir war extrem kalt. Und ich habe noch ein To-Do für mich selber gesetzt für heute. Und es ist eine Sache, andere lieben es und sind danach quasi süchtig. Und ich hasse es. Und zwar Klamotten online shoppen. Aber ich habe eine Seite entdeckt, die ich gut finde oder wo ich wirklich viel Werbung für bekommen habe. Und es sind absolut Klamotten, die voll meinem Stil irgendwie entsprechen. Ich wollte auf der Seite jetzt mal ein bisschen rumbrowsen und schauen, ob ich was finde. Zeit mal wieder gejournalt und es tat so gut. Ich habe das Gefühl, ich habe so einen neuen Fokus und gerade ein neues Verständnis dafür. Es zieht sich ja gerade ein bisschen durch die Vlogs, dass ich sehr gestresst bin und irgendwie Probleme damit habe, halt dieses Stressmanagement zu betreiben und vor allem auch mein Leben glücklich zu führen gerade durch diesen Stress. Und ich habe so ein paar Erkenntnisse bekommen. Zum einen, eine Sache, die auf jeden Fall hilft oder die ich jetzt auch mehr integrieren will, ist, dass ich viel weniger auf die Uhr schaue. Vor allem in so Situationen wie: Ich bin schon losgegangen und ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass ich auch pünktlich ankommen werde. Warum muss ich dann die ganze Zeit auf die Uhr gucken und schauen, komme ich pünktlich an oder nicht? Und dann stresse ich mich, dann hetze ich mich. Macht keinen Sinn. Ja, und ich möchte auch weniger auf die Uhr gucken, was jetzt das Schlafen angeht. Zum Beispiel, weil ich bin so jemand, ich setze mir so feste Regeln und dann sage ich, ich will um 23 Uhr schlafen gehen. Und dann muss ich auch Punkt 23 Uhr schlafen. Wisst ihr, was ich meine? Und solche Sachen will ich einfach ein bisschen sein lassen. Und auch dieses Morgens, ich stehe um 7 Uhr auf. Beziehungsweise ich wache um 7 Uhr auf und um 7.30 Uhr stehe ich auf. Mein Gott, dann stehe ich vielleicht mal um 7.35 Uhr auf. Ist es schlimm? Nein. Eine weitere Erkenntnis oder etwas, was ich eigentlich schon die ganze Zeit weiß, aber gerade nochmal so richtig Klick macht. Nichts ist für immer. Gar nichts. Nicht diese süßen Katzen hier. Nicht diese tolle Wohnung, in der ich wohne. Mein Job nicht. Gar nichts ist für immer. Also warum fühle ich mich so gefangen in meiner Lebenssituation, wenn es sowieso irgendwann vorbei ist? Und ich weiß zu 100%, dass es irgendwann vorbei ist. Es macht keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn, sich gestresst zu fühlen. Und deswegen genieße ich, was jetzt gerade ist und freue mich auf das, was kommt. Ich versuche auch gerade wieder ein bisschen mehr, ja, zu manifestieren. Also so einfach zu denken und zu träumen. Was will ich in meiner Zukunft erreichen? Davon zu träumen, dass ich mein Buch in der Buchhandlung stehen sehe. Wisst ihr, was ich meine? Solche Sachen. Oder davon zu träumen, dass ich irgendwann aufstehen kann und arbeiten kann, wann und wie und was ich will und wo ich will. Und ja, das sind so Träume von mir, die ich umsetzen möchte. Mein Weg war sehr stuck. Oh, jetzt wird's deep. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit eigentlich, aber das möchte ich noch sagen. Mein Weg war sehr, sehr stuck. Ich habe mich so darauf festgefahren, streamen zu wollen, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich damit nicht glücklich bin. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich will doch selbstständig sein, ich will das auch machen, ich will doch mit dem Stream Geld verdienen. Aber ich habe gar nicht gemerkt, dass das Streamen gar nicht mehr das ist, was ich will. Der Faktor, dass ich gerne arbeiten möchte, wann und was ich will, der bleibt bestehen.
aber das Stream war der Faktor. Und das habe ich nicht gecheckt. Ich habe am Ende gedacht, oh, selbstständig sein ist nichts für mich. Nein, dieser Job war einfach nichts für mich. Ich habe aufgehört zu streamen und angefangen, Vollzeit zu arbeiten, weil ich dachte, selbstständig sein ist nichts für mich. Und ich habe dadurch zu große Existenzängste, zu große Angst. Aber im Endeffekt war es einfach das Stream, weil ich bei jedem Stream gedacht habe, scheiße, heute muss ich wieder performen. Bei jedem Stream ausgelaugt gefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, oh, heute habe ich nicht genug getan. Dann, wenn mein Stream gut lief oder wenn ich mal ein bisschen mehr Geld verdient habe, dann dachte ich mir, oh, jetzt muss ich das aufrechterhalten, was ich gemacht habe. Die Qualität, das, was ich hier geliefert habe in dem letzten Stream, das muss ich jetzt reproduzieren. Habe ich nicht hinbekommen. Dann war ich wieder enttäuscht. Das jetzt alles so zu verstehen und zu verknüpfen und zu sehen, wie es ist, irgendwie ziemlich erleichternd und ziemlich schön. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht demnächst. Oder wie es generell für mich im Leben weitergeht. Ich habe mich gerade fertig gemacht und mache mir gerade Frühstück. Es ist arschkalt. Wir haben irgendwie 5 Grad heute Morgen. Und ich komme noch gar nicht drauf klar, ne? Ich komme gar nicht drauf klar, dass es so kalt ist. Arbeiten in die Küche fliehen, weil es in der gesamten Wohnung arschkalt ist. Aber hier scheint die Sonne rein, deswegen hier kann man sitzen. Hier friere ich nicht zu Tode. Ich muss sagen, der erste Tag nach Urlaub ist auf der Arbeit natürlich immer a lot. 200 E-Mails, was noch okay ist, finde ich, für eine Woche Urlaub. Und davon auch einige Spam und so, also konnte viel löschen. Und ich bin jetzt gerade mal alle E-Mails, alle Nachrichten irgendwie durch. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich ein bisschen den Kopf über Wasser habe wieder. Und ich bin gespannt, was heute noch so der Tag bringt. Übrigens, ich habe gestern die Klamotten bestellt und ich bin übergespannt, wie die so sein werden. Ich habe nämlich richtig, richtig Bock drauf, mich in neue süße Pullis zu kuscheln und sowas. Ich freue mich da schon richtig drauf. Ich habe mir gerade Bett fertig gemacht. Ich hatte heute wieder Therapie und ich habe das Gefühl, dass zurzeit die Therapiestunden wirklich gut laufen. Ich habe eine Weile immer das Gefühl gehabt, ich gehe halt hin und ich gehe halt hin, weil ich hingehen muss oder weil ich halt die Stunden habe. Aber habe nicht so richtig, ich weiß nicht, was daraus gezogen. Und zurzeit habe ich das Gefühl, ist es richtig so. Bin irgendwie zurzeit wieder ein bisschen selbstreflektierter und erkenne meine Probleme besser und weiß dann auch besser, Lösungen zu finden. Also ich bin irgendwie echt stolz auf mich, was ich alles irgendwie hinbekomme oder wie ich es hinbekomme. Heute ging es auch wieder viel um dieses ganze Thema Stress und meine Erkenntnisse, wie ich das jetzt irgendwie besser hinbekomme. Und es sind auch so Sachen bis ins Mikromanagement meines Lebens, wo ich merke, welche Dinge mich gestresst fühlen lassen. Zum Beispiel möchte ich jetzt mein Pole-Studio wechseln, weil in dem einen Studio, wo ich bin, mit Vertrag, sind die Kurse so festgelegt und die Zeiten so festgelegt und es ist kaum Spielraum für mich, weil die Kurse einfach scheiße sind. Am Wochenende gibt es keine Kurse. Also es ist einfach scheiße gelegen. Die Kurse, die ich besuchen möchte, sind zum Beispiel während meiner Arbeitszeit, die nach der Arbeit, da gibt es viele, die nicht für mich geeignet sind oder die ich nicht machen möchte. Auf jeden Fall habe ich jetzt beschlossen, dass ich das Pole-Studio wechseln werde, mir eine 10er-Karte für Yoga kaufen werde, damit ich immer zum Yoga gehen kann, wann ich möchte und wann ich es fühle. Wenn ich das Gefühl habe, ey, heute bin ich richtig gestresst und heute Abend habe ich noch nichts vor, ich gehe zum Yoga. Oder hey, heute am Wochenende habe ich da und da Zeit und ich habe Bock auf Yoga oder da ist ein geiler Kurs oder was auch immer. Und dass ich es besser so rum handhabe. Es ist wirklich absurd, in welchen Dimensionen ich denken muss. Also wirklich, es sind so Atomdimensionen, habe ich das Gefühl, wirklich dieses Mikromanagement meines Lebens, um meinen Stress zu reduzieren. Und ich habe auch einfach Bock auf das neue Studio, weil es ist wunderschön. Falls ihr in Berlin seid und zum Paulins gehen wollt, geht ins Vanilla Sky. Das Vanilla Sky ist das beste Paulins Studio, mit Abstand, mit Sicherheit. Die Trainer sind alle wirklich
grandios. Die Location ist top. Das Licht ist top. Die Stangen sind hoch. Ist wirklich alles einfach wunderbar. Okay, Leute. It's time to schnapp my Kindle. Und ich werde jetzt noch ein bisschen über Serienmörder lesen, bevor ich dann schlafen gehe und wahrscheinlich wieder richtig schlecht träume. Ich habe letztens wirklich Rant am Abend. Ich habe so viel. Also das Ding ist, ich habe ein ganzes Romance-Buch gelesen und dann habe ich eine Seite von dem dritten Teil von The Naturals gelesen, wo es ja um Serienmörder geht. Und habe ich geträumt einfach, dass ich eine Serienmörderin wäre. Und es war so schlimm. Ich habe jemanden umgebracht einfach. Das war so ein schlimmer Traum. Naja, auf jeden Fall wird jetzt genug gelesen und geschlafen. Guten Morgen, Leute. Es gibt etwas Spannendes zu erzählen. Und zwar ist es eigentlich nichts Wildes, aber für mich ist es irgendwie voll das große Ding und ich bin da auch voll Hype drauf. Und zwar gibt es in dem Pole Dance Studio, wo ich jetzt meinen neuen Vertrag starte, eine Weihnachtsfeier. Und die Besitzerin hat mich gefragt, ob ich mit auftreten möchte auf der Weihnachtsfeier. Und ich bin schon irgendwie sehr, ich weiß nicht, ich bin schon geehrt irgendwie dadurch. Also ich freue mich. Und ich bin voll aufgeregt, weil es jetzt so, wir müssen jetzt dafür trainieren und die Choreo üben und sowas. Und ich bin mega gespannt, wie das sein wird. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. So, jetzt werde ich erstmal noch so nervige Sachen, Müll runterbringen. Let's start the day. Let's be productive. Ich wünschte, ich könnte mich immer wie ein Teenager fühlen, der keine Verantwortung hat und den ganzen Tag zocken kann. Ich glaube, das ist Mental Illness. Was geht, Leute? Ich habe tatsächlich gerade mal wieder meinen Schreibtisch hochgefahren und arbeite im Stehen. Bei mir ist kalt und irgendwie ist mein Kreislauf ein bisschen am Arsch. Ich hasse das auch, ne? Ich hasse das, 8 Stunden im Stück zu sitzen und auf dem Bildschirm zu gucken. Also ich bin am Zocken, dann ist das okay, aber so ist das nicht okay. Oh, ich habe noch, naja, noch Creme im Mundwinkel. Naja, der Arbeitstag zieht sich auf jeden Fall heute ein bisschen. Ich freue mich aber, weil ich bald zum Sport aufbrechen kann. Noch ein bisschen mehr als eine Stunde und dann geht's los. Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin heute wieder im Spinning Class. Und das letzte Mal, als ich in der Spinning Class war, war mir kotzschlecht danach und ich habe wirklich alles verflucht. Vielleicht laufe ich heute noch, vielleicht wandere ich heute nach Hause, besser gesagt, weil der Weg so lang ist. Aber ich werde nicht nochmal fast in einer Bahn kotzen auf dem Nachhauseweg nach dem Sport. Aber ich freue mich schon auf die Class. Erster Kurs als offizieller Member des Pole Studios. Guck mal, Leute, meine Switch-Hülle habe ich ja schon gezeigt, aber jetzt sind auch meine Pinöppel angekommen für die Joy-Cons. Ist das nicht süß? Cute, cute. Mimi Mausi. Auf zum Pole. Ich mache es übrigens so, dass ich immer schon mein Pole-Outfit unten drunter anhabe, damit ich Zeit spare, damit ich da mich nicht umziehen muss, damit ich auch ein bisschen später kommen kann. Wisst ihr? Das war immer so ein Risiko, ne? Man kann auch immer schon zu spät kommen. Wenn man im Bus fährt, weil die sind manchmal eh so random, wann die kommen, geht's. Der Spinning-Kurs war okay. Mir wurde auf jeden Fall nicht so schlecht wie beim letzten Mal. Ich habe aber auch echt sehr viel Pausen gemacht und wirklich sehr drauf geachtet. Ich bin wirklich, ich habe so eine Motion Sickness. Es ist wirklich insane. Es ist richtig, richtig schlimm. Und es macht dann halt auch irgendwie nicht so viel Spaß. Ja, aber so ist es halt. Vielleicht gewöhne ich mich ja doch noch irgendwann dran. Oder ich stick halt einfach zu Tanzkursen und Static-Kombos. Vielleicht ist das besser. Ich bin hier gerade in meinem Pyjama. Da ist die kleine Mini-Mausi. Und bin gerade einfach ein bisschen an der Switch und gucke Gossip Girl und fühle mich wie eine Teenagerin, die einfach chillt. Oder versuche es zumindest. Ich werde diesen Vlog aber jetzt auch hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mich supporten wollt, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da. Ich freue mich über alle Kommentare und was auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye!